Okay, guys, do you remember the international rules? I want a clean match. Go to the corner. Good luck. 12 Runden, WBO Internationale Meisterschaft im Supermittelgewicht. Seconds out, Ring frei, Runde 1. Round 1. Den Wendepunkt. Arthur Abraham sieht das genauso. Dann welchen Wendepunkt? Welchen Wendepunkt, Regina? Ja, du spielst darauf an, dass, Arthur einfach mehr Aktionen gebracht hat. Er ist dann auch mal nach vorne marschiert. Die ersten Runden waren wirklich sehr passiv. Von ihm. Ja, am Anfang war es sehr passiv. Und es ist nochmal zusammen an. Rocky, da siehst du es auch. Aber hat er mal getroffen, ja? Ja, da siehst du es sogar. Ja, toll. Hat er eben mal in der Runde getroffen und hat dann gleich die ganze Runde gewonnen. Das ist doch da Schwachsinn. Da sehen wir es. Ja, hier kommen laute Buhrufe in der Halle. Ja, das anscheinend kann schon sein, aber haben nicht alle. Mich nicht. Das interessiert mich nicht. Sind nicht alle seiner Meinung. Wo hast du denn die klaren Pfeffer von Nielsen gesehen? Das hat aber nicht damit zu tun, dass er den. Weil Patrick Nielsen war nicht angeschlagen, wurde angezählt und das war eine gute, relativ gute Runde für Arthur und somit war das für mich eben eine 10-8 Runde und somit sind eben schon mal 2 Punkte wieder auf dem Konto von Arthur. Die Szene, die wir eben gesehen haben, war aus Runde 8, da ist Patrick Nielsen in die Seile gegangen, kurz gestolpert, genau, da sehen wir es und dann in Runde 10 eben das ist ja klar, auch halt ein bisschen, um warm zu werden. Arthur vielleicht gemacht hat, von dem den aber nichts bringt, ist klar, dass ich in Not bin hier mit meinem Argument. Also wir sehen schon, hier ist auf jeden Fall Redebedarf. Regina, vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen einordnen. Was as we go to the scorecards. Agapito Gomez scored den Fall 113-114. Patrick Nielsen. Ja! Pavel Cardini scored den Fall 116-111. Arthur Abraham. Und Matteo Montella scorete den Fight 116-111, ebenfalls für Arthur Abraham. Gewinner durch Split Decision und damit der neue internationale WBO-Champion Arthur Abraham.